Und zusammen und willkommen zu Let's Play Warhammer 40k Dawn of War Winter Assault. Und um das Ganze ein wenig einfach zu halten, werde ich das künftig nur noch einfach Dawn of War Winter Assault nennen. Wir wissen ja alle, dass es Warhammer 40k ist. Ja, das eben gesehene Intro haben wir beim Dawn of War Let's Play vor, ich glaube, es ist schon 2 Jahren, ist das jetzt her. Da haben wir das letzte Mal gesehen. Es ist gleich geblieben für dieses Add-on. Finde ich auch gut, denn dieses Intro ist immer noch eines der geilsten Intros, die ich überhaupt jemals irgendwie irgendwo bei einem Videospiel gesehen habe. Schade nur, dass Games Workshop das Spiel selbst, das Tape, das Spiel so verhunzt hat. In der 5. und 6. Edition ist 40k einfach nur scheiße geworden und ich glaube nicht, dass das mit der jetzt bald erscheinenden 7. Edition besser wird. Egal, hier geht es jetzt um Dawn of War Winter Assault. Es gibt diesmal 2 verschiedene Kampagnen. Achso, bevor wir damit anfangen, machen wir erstmal die Option. Das sieht gut aus. Das ist eigentlich das falsche Format, aber dieses Spiel unterstützt kein 16:9, 16:87. Der könnte das sein, der passende, ne? Ne, 720 ist, glaube ich, dieser hier. Ist das, was ich immer benutze sonst? Ansonsten würde ich das nämlich einfach strecken. Ich wechsle jetzt mal auf dieses Format hier. So. Bisschen das Gamma noch rauf. Ansonsten sieht das alles gut aus. Hey, ja. So, wieder da. Ich musste die Auflösung wieder zurücksetzen. Das hat dann vorne nicht hingehauen. Ich werde jetzt mal erstmal anfangen, die ersten 20 Minuten dann wieder aufnehmen. Der ersten Mission. Die Missionen dauern hier alle recht lange. Und ich finde das Konzept einfach nur ultra geil umgesetzt. Im Endeffekt haben sie konsequent das Konzept weiterentwickelt, was sie im Vorgängerspiel, also im Hauptspiel gemacht haben. Und zwar wechselt man diesmal nicht nur die Space Marine Kampagne, sondern man kann als Ketzer oder als Gerechte spielen. Dort wechselt man innerhalb der Mission permanent, oder ist permanent alle Nase lang zwischen Imperium und Eldar, teilweise storybezogen. Manchmal kann man sich das auch frei wählen, genauso wie hier bei der bösen Seite Chaos und Ochse. Ich denke, wir fangen mit den Gerechten an, obwohl ich selber nur die Ketzerkampagne damals durchgespielt habe. Hier, bei den Gerechten, bin ich nicht ganz durchgekommen, aber das wird sich ja jetzt für dieses Let's Play ändern und damit legen wir dann los. Und zwar, ich möchte gerne von vorn anfangen. Vielleicht soll ich meinen Speicherstand dafür einfach mal eben löschen, Augenblick. Kampagne, Gefecht, Mehrspieler, Armee Designer, Spielmanager, da. Achso, ja, zurück. Kann ich denn das machen, verdammt? Oder ich muss ein neues Profil anlegen. Machen wir einfach mal das. Machen wir ein neues Profil, nennen wir das Ganze mal Let's Play. Kann ich da das Ding reinmachen hier? Tatsache, geil. Okay, machen wir das so. Let's Play. Und wir spielen im Let's Play-Profil und starten dann die neue Kampagne. Leck mich im Tutorial. Wir brauchen das Kack-Tutorial, ich doch nicht. Am Rande des erforschten Weltraums befindet sich der Eisplanet Lorn 5. Vom Imperium aufgegeben und vom Chaos erobert, wird Lorn 5 erneut zum Kriegsschauplatz. Ein Titan, gefertigt in den Vulkanöfen des Mars und entscheidend für den Kriegsverlauf, liegt unter einer eingefrorenen Stadt begraben. Die imperiale Armee, angeführt von General Stern, muss ihn zurückholen, während die mysteriösen Eldar sich auf die Ankunft eines unaussprechlichen Schreckens vorbereiten. Ja, heute wie üblich die üblichen elendig langen Ladevorgänge. Ich weiß noch nicht, ob ich die wieder rausschneide oder ob ich sie drin lasse. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe. Ich glaube, da habe ich sie drin gelassen. Denn bei Dawn of War fing ich ja an, mit Video Mastering Works zu arbeiten und dann mit Camtasia nochmal zu rendern. Im Endeffekt habe ich da die Art eingeführt, Videos aufzunehmen, wie ich sie bis heute immer noch benutze. Beziehungsweise durchführe.
weitere Welt, ein weiterer Sieg für den glorreichen Imperator. Ich sehe hier keinen Sieg. Ich sehe nur die Wahrheit, ich sehe nur Krieg. Wenn wir nicht nach etwas suchen würden, wäre diese Welt unserer Aufmerksamkeit unwürdig. Ja, der Titan Dominatus. Überlegt nur. Eine große Kriegsmaschine, gefertigt in den Vulkanöfen des Mars. Der Titan fiel bei der Verteidigung dieser Welt. Und der Imperator hat das 412. Kadianische Infanterieregiment der Imperialen Armee ausgeschickt, ihn zurückzuholen. Der Titan liegt in den Ruinen der Hauptstadt von Lorne 5. Aber eins nach dem anderen. Wir müssen zuerst die Talon-Verteidigungsfestung erobern, wenn wir gegen die Mächte des Chaos gewinnen wollen. Redet mit den Männern. Sagt ihnen, dass wir entweder siegen oder sterben werden. Es gibt kein Zurück. Jo, und damit geht's auch direkt los in die erste Mission, die auch gleich mal ellenlange dauert. Ich glaube, letztes Mal habe ich eine Stunde gebraucht dafür. Eine Stellung errichten. Wir benötigen Verstärkung. Und daher müssen wir die folgenden Kontrollpunkte einnehmen, um eine sichere Landezone einzurichten. Wie ging das noch? Ich glaube, rechts, links. Es ist eine Ehre, dem Imperium zu dienen. Ist schon eine Weile her. Wow, fuck. Haltet die Linie! Angriff! Es ist meine Pflicht zu dienen! Generäle, da. Es sind zu viele von uns! Stürzen wir uns in die Schlacht! Kann ich die Schlacht kaum sehen, kann ich nicht. Befehle. Los! Mir nach! So, das gleiche machen wir hier drüben nochmal. Befehl wird ausgeführt, Sir! Was zum... Seht nur, wie groß die sind. Wir werden sie nicht im Stich lassen. Ja, ihr blubbert mal nicht hier rum hier. Wie kann ich euch noch drei, der kann aber das hier erobern. Kümmere mich um das Ziel. Nein, ihr sollt nicht alle. Wenn dies der Wunsch des Imperators ist, Sir, jawohl, Sir. So. Ihr? Wenn dies der Wunsch des Imperators ist. Ja. So, nochmal. So, ihr macht das. Es ist meine Pflicht zu dienen. Wie lauten die Befehle? Dabei. Und ihr nehmt die Chesting hier hinten ein. So, sehr schön. Was mir eben aufgefallen ist, ich glaube, dieser General Stern, oder wie der heißt, der Knaller, der hat die gleiche Stimme. Wie ihr wünscht. Dieser Weg führt uns zum Sieg. Der hat die gleiche Stimme wie der Space Marine Captain vom letzten Mal. So, da kriegen wir unser imperiales Hauptquartier. Die Gebäude der Imperialen Armee sind alle ein wenig wuchtiger als die der Space Marines. Was ja auch nicht großartig überrascht. Machen wir erstmal das hier. Ein guter Diener zweifelt nie. So, das sind unsere Maschinenseher. Kann ich die Truppen jetzt wieder aufstocken? Jetzt kann ich auch nicht die Truppen aufstocken. Na, also. Den schließen wir dann gleich mal hier an. Was ist euer Wunsch? Es ist meine Pflicht zu dienen. Verluste erlitten? Das sieht nicht so aus. Das sieht ja richtig gut sogar, ne? Wenn wir nur einen Trupp verloren haben. Wie kann ich euch dienen? Was ist euer Wunsch? So, dann fangen wir an zu bauen. Euch helfen zu dürfen. Wir bauen erstmal Horchposten. Auf die beiden, Dinger drauf, dass wir Punkte einnehmen können. Echte Herausforderung. Wenn dies der Wunsch des Imperators ist... So, hier für lang. Den Ruhm des Imperiums. Ich glaube, da gab es noch irgendwo einen Kontrollpunkt. Befehl wird ausgeführt, Sir. Ey. Alles im grünen Bereich, Sir. Ihr Schweine. Werde getroffen. Sind das überhaupt noch welche Kultisten sind das, ja? Es sind einfach zu viele. Für jeden Mann, der konzentriert euch auf diese Tore. Aber lasst euch vom Gegner nicht einkreisen. Nein, wir werden... Um die Festung zu stürmen, müssen wir Tore zerstören. Ich weiß. Wir werden diese Tore aber auf keinen Fall jetzt schon angreifen. Denn wenn wir diese Tore zerstören, können auch wir angegriffen werden. Und das will ich nicht. Noch nicht. Es ist eine Ehre, dem Imperium zu dienen, Sir. Ich will erst einmal... Wir werden sie nicht im Stich lassen, Sir. Bei der Macht des Imperators, ich werde gehorchen. So wie ihr es wünscht. So, dann bitte hier drüben noch einen Ich werde mich beeilen. Beginne Konstruktion. Und du, Herr Kollege, baust mal den Generator. Und zwar dorthin.
Ah, eine echte Herausforderung. Ich kenne bereits euren Wunsch. So, nächster Punkt sind erst hinter diesen Toren, aber ich möchte mich zuerst hier ein wenig ausbauen. Denn wie gesagt, wir müssen uns dann auch gegen Angriffe verteidigen und das zieht euch von hier auch sofort zurück. Dahin. Ihr habt ihn ja gehört. Los! So. Ja, kann angegriffen werden, um den Weg frei zu machen. Machen wir auch wirklich, aber erstmal gucken wir uns die Ziele an, weil die Schaltfläche so mitblinkt. Truppenlager, Geschützturm und Taktikzentrale sollen wir noch bauen. Machen wir auch alles vorher, bevor wir diese Tore kaputt machen. Und wir müssen uns hier natürlich ordentlich einbunkern. Sonst können wir das nicht riskieren. So, zack, klein. Du da ausbauen. Schönes Geschütz draufstellen. Es wird erledigt. Dann machst du ein Truppenlager hier hin. Wir müssen Truppenlager errichten, um unsere Position zu stärken. Die Verstärkung sollte nah an der Front sein. Baut die Gebäude in vorgelagerten Positionen. Das brauche ich für die Taktikzentrale. Ein Truppenlager, okay. Da kann ich aber schon mal anfangen, Geschütztürme zu bauen. Stellen wir einen hier hin. Oh, shit! Die Frontlinie durchbrechen. Wir sollten Geschütztürme bauen, um unsere Verteidigung zu stärken. Und unsere Truppen mit mehr Feuerkraft zu unterstützen. Was ist euer Begehren? Komm schon, bau das Ding, schnell! Gut, alles da. Ja, maul nicht rum. Ist quasi schon erledigt. Ist doch alles zu tief. So, dann da einen hin. Beginne Konstruktion. So, okay, mit welcher Taste war nochmal Feuer einstellen? Ich glaube F4. Nicht? F5? Keine Ahnung. Du, zurück, weg. Weg. Ah, wie war denn das noch mit Feuer einstellen? Das gab es ja auch noch einen Befehl für. Erstmal wirst du hier. Ich freue mich, noch einen bauen zu dürfen. Steht dir alle weg, ne? Ah, es wird erledigt, so wie ihr es wünscht. Ah, eine echte Herausforderung. Feuer einstellen, F4. Eigentlich hätte den Turm aufhören müssen zu schießen, tut er aber nicht. Das finde ich ganz schön scheiße jetzt, weil ich noch nicht so weit bin. Nein, der schießt einfach weiter. Das ist nicht scheiße. Aber nichts zu ändern. Dann lasse ich das Tor hier hinten einfach noch intakt. Ach, scheiße, ja. So viel zu dem Thema. Dann baue ich wohl mal noch ganz schnell ein paar. Oh. Okay. Das sollte ich wohl vielleicht mal ausbauen hier, ne? Kümmere mich drum. Okay. Es wird erledigt, so wie ihr es wünscht. Ja, Moment, hier hinten hin. Ah, eine echte Herausforderung beim Imperator. Es wird so geschehen. Ja, Leute verloren, müssen wir eben nachholen. Uns fehlt aber noch eine Einheit, ein Gebäude, das wir bauen müssen. Wenn dies der Wunsch des Imperators ich ist, ich freue mich, euch helfen zu nämlich das zu Ding hier. Ah, eine echte Herausforderung. Was ist das denn für ein Banner? Ja, cool. Wir werden beschossen. So, da geht's los. Da komme ich jetzt die ersten Chaos Basics an. Ungeil. Ganz schön ungeil. Wir können nicht auch versuchen, den Kontrollpunkt da hinten einzunehmen. Befehl wird ausgeführt, Sir. Ah, so. Gucken wir mal, ob ich hier hinten doch noch irgendwie kümmere mich drum. Schirm bauen kann. Da passt noch einer hin. Ah, eine echte Herausforderung. Sir, jawohl, Sir. Ist das alles? Ja. Yeah. Die Taktikzentrale ist funktionsbereit. Wir können die Soldaten nun mit besseren Waffen ausstatten. Plattenrüstung. So, kann ich hier auch schon upgraden? Jawohl. Zack. Nein. Zu wenig Punkte. Ach,
Maschinenseher, ja, komm, ich mal einen Maschinenseher und noch einen Kommissar. Und dann muss ich ein bisschen pushen. Das wäre natürlich einfacher, wenn ich mir da vorne... Oh, ich habe eine Idee. Mein Geist verträgt großen Schmerz. Hier, rein. Und Granatwerfer rein. Und dann hierher. Ich bin der Herr. Ist das alles? Zieht euch zurück. Das ist, was ihr verlangt. Ist quasi schon erledigt. Ah, da ist ja noch ein Trupp. Okay. Die kommen mit. Sieg ist uns gewiss. Warte auf eure Befehle. Nein, hier. Nein. So, so sehe ich es gerne. So, hier. Kommt jetzt hierher. Ihr braucht meine Hilfe. Ja, noch einen Kommissar dazu. Und noch so einen. Wenn es das ist, was ihr verlangt. Punkt, das jetzt erstmal Punkt sein. Sie werden sich meinem Willen beugen. Ich kenne bereits euren Wunsch. Sir, jawohl, Sir. Wo bleibt ihr auf den Punkt? Oha. Ist quasi schon erledigt. Ich freue mich, euch helfen zu dürfen. Wenn dies der Wunsch des Imperators ist, wenn hey, dies alle der Wunsch des Imperators ist, das läuft so nicht. Wir haben eine Abbruchzone lokalisiert, die groß genug ist, um uns mit schwerem Kriegsmaterial zu versorgen. Wir sollten uns vorbereiten, die Stellungen der Feinde des Imperators zu vernichten. Okay, ja, das versuche ich gerade. Seid euch meiner Untergebenheit gewiss. Wie lauten die Befehle? So. Was zum... Lasst mich unsere Männer unterstützen. Okay, das ist nicht problematisch. Ich werde euch nicht enttäuschen. Was ist euer Imperator? Ich habe versagt. Hier noch mehr Imperiale dazu. Sir, jawohl, Sir, es sind einfach zu viele! Für den Imperator und... Ah, komm, knall sie doch ab, verdammt! Ist das alles? Sir, jawohl, Sir! Ihr, auch noch hierher. Wir werden nicht aufgeben. Alles in eurem Bereich, Sir. Es ist nicht schwer. Komm nochmal. Dagegen sind. Ich habe Kontrollpunkt eingenommen? Oh, cool. Ich wollte ihn doch gar nicht einnehmen. Na gut, das funktioniert. Umso besser. So, jetzt habe ich Zugriff auf Köln-Runde. Das ist ziemlich geil. Es sind einfach zu viele. So, ihr. Wo sind die Verfügung? Hierher. Sofort. So, ihr. Ich bin bereit, dem Imperator zu meiner Untergebenheit zu gehen. Da muss ich mir eben einen Maschinenseher herbringen.